Die Geschichte war so, dass wir als primitive Lebensform begonnen haben. Und die fossilen Beweise unterstützen diese Geschichte nicht. Hier ist was passiert. Die Evolution ist passiert und vor 200.000 Jahren ist da was geschehen und wir wissen nicht, was das war, aber das sagt uns, dass die Evolutionstheorie da nicht mehr stimmt. Einige Entdeckungen von euch, neue Gründe für eine neue Geschichte. Seid ihr bereit? Entdeckung Nummer 1. Ihr kennt alle diese Tabellen. Die modernen Menschen sind hier und diese grünen Linien verbinden uns mit diesen anderen Lebensformen. Von wo ihr sehen könnt, könnt ihr die grünen Linien sehen, dass die unterbrochen sind? Könnt ihr das sehen? Das sind dann nur so gepunktete Linien und die sind unterbrochen und das hat einen Grund. Es gibt keinen physischen Beweis. In 150 Jahren wurde der nicht gefunden, der uns mit diesen Lebensformen verbindet. Das heißt, eine spekulative Beziehung. Man glaubt, dass die existieren, aber es gibt keinen Beweis dafür, das zu unterstützen. Das ist nun ein Problem, denn das wird als Tatsache unterrichtet in den Schulen, auch wenn es keinen wissenschaftlichen Beweis gibt, dass diese Vorstellung so stimmt. Also Entdeckung Nummer 1, kein physischer Beweis, das wussten wir. Und jetzt wird es wirklich interessant mit DNA-Beweisen. 1987 aus einer Höhle in Nordeuropa an der Grenze der europäischen, asiatischen Grenze hat die Wissenschaft tief in der Erde eine Höhle entdeckt. Und das waren eine gut erhaltene Überreste eines Neandertaler-Babymenschen. Ihr kennt alle die Neandertaler, das sind angeblich unsere Vorfahren. In Deutschland spricht man das mit einem T aus. Man hat also dieses Babymädchen gefunden, das sehr gut erhalten war. Und da hat man die DNA rausgenommen aus ihren Rippen. Hier sieht man ihre Rippen. Und man konnte in ihr Genom aufbauen und das mit unserem Genom vergleichen. Eine Landkarte ihrer DNA wurde verglichen mit der modernen DNA. Sie wurde datiert auf 30.000 vor Christus. 30.000 Jahre vor Christus. Und plötzlich haben wir die DNA eines Wesens, das unsere Vorfahren sein soll, und das können wir mit unserer DNA heute vergleichen. Diese Entdeckung wurde 1987 gemacht und es brauchte bis ins Jahr 2000, um die Ergebnisse davon zu publizieren. Denn die Wissenschaft wusste nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ich weiß, ihr wollt nicht die ganze Studie lesen, also werde ich euch den letzten Satz der Schlussfolgerung mit euch teilen. Und hier kommt er. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass der moderne Mensch tatsächlich nicht vom Neandertaler abstammt, dass das nicht unsere Vorfahren sind. Und jetzt müssen wir wieder das machen. Wir kommen nicht von dort her. Die gleiche DNA sagt uns etwas anderes. Man hat herausgefunden, dass die modernen Menschen auf der Erde aufgetreten sind, kürzlich. Wir wissen nicht, wo wir hergekommen sind. Wir sind ungefähr 200.000 Jahren hervorgekommen. Und die DNA sagt uns, dass wir uns in 200.000 Jahren nicht verändert haben. Der moderne Mensch ist aufgetaucht auf der Erde vor 200.000 Jahren mit einem großen Gehirn, dem gleichen Körperproportionen, den gleichen Neuronen, dem gleichen Nervensystem, das wir heute haben, und wir haben uns nicht verändert. Wir wissen das, weil die DNA uns das sagt.
Das ist ein Problem für die Evolutionstheorie, wenn es um uns Menschen geht. Denn das zeigt, dass wir uns nicht langsam entwickeln und allmählich in langer Zeit entwickelt haben. Also, wir haben uns sozusagen nicht langsam und allmählich entwickelt, wir sind aufgetaucht. Aber wir können schauen, was die DNA uns sagt, wenn ihr das sehen möchtet. Wir sind aufgetaucht. Vor 200.000 Jahren sind wir aufgetaucht und die Wissenschaft nennt das den anatomisch modernen Menschen, also AMH abgekürzt. Wenn ihr uns also diesen anatomisch modernen Menschen anschaut, dann heißt das, wir haben uns nicht viel verändert. Wir sehen heute sehr ähnlich aus. Okay, dann verändere ich das. Ich kann eine Ähnlichkeit feststellen. Und der Punkt ist, wir haben uns nicht verändert. In 200.000 Jahren, vor 200.000 Jahren, haben die Leute so ziemlich gleich ausgeschaut wie wir heute, weil die DNA die gleiche ist. Das ist ein Problem für die Evolutionstheorie mit diesen langsamen, allmählichen Veränderungen vor langer Zeit. Die modernen Menschen sind also plötzlich aufgetaucht vor 200.000 Jahren mit allen Fähigkeiten, die wir heute haben. Hat dir dieses Video gefallen? Gib uns ein Zeichen und lasse einen Daumen nach oben da. Bist du interessiert an weiteren solchen kostenlosen Videos? Dann abonniere unbedingt unseren Kanal und drücke die Benachrichtigungsglocke, denn nur so stellst du sicher, dass du kein weiteres Video verpasst. Danke dir und bis zum nächsten Video.